Hallo zusammen, heute geht es um den Konjunktiv 2. Sie merken, wieder ein neues Fremdwort oder ein neuer grammatikalischer Begriff, das heißt, es bleibt also spannend. Vom Konjunktiv gibt es zwei Formen, Konjunktiv 1 und Konjunktiv 2. Der Konjunktiv 1 ist nicht so wichtig, deswegen spielt er heute auch eigentlich keine Rolle. Ich will nur jetzt gerade auf dieser Folie ganz kurz darauf eingehen, wofür man den überhaupt braucht und so ein bisschen wie der aussieht. Sie sehen hier, der wird für indirekte Rede benutzt. Das heißt, Sie sagen das, was jemand anderes gesagt hat. Also nicht direkt, Sie sagen nicht direkt, was Sie sagen, sondern Sie sagen, was jemand anders vorher gesagt hat. Hier zum Beispiel mal ein Satz, Herr Trump sagte, er sei, dieses sei ist Konjunktiv, der beste Präsident aller Zeiten und er habe alles im Griff. Also alles im Griff haben heißt so viel wie, es ist alles in Ordnung, ich habe alles unter Kontrolle, ich weiß, was passiert sozusagen. Sie sehen hier die Form sei und habe, das ist Konjunktiv 1. Sei ist komplett neu wahrscheinlich für Sie und das habe, das sieht so ein bisschen aus wie ich habe. Also falls Sie irgendwo mal zum Beispiel in der Zeitung sehen, er habe, dann ist das nicht unbedingt ein Fehler. Es kann sein, dass die Konjunktiv 1 benutzt haben. Diesen Konjunktiv 1 sehen Sie meistens in der Zeitung oder hören das vielleicht in den Nachrichten. Da passiert das oft, dass dann die Nachrichtensprecher sozusagen berichten, was in der Welt passiert ist und benutzen dann den Konjunktiv 1, um sozusagen deutlich zu machen, dass es nicht das, was Sie denken oder was Sie gesagt haben, sondern das, was irgendjemand anders, wie hier zum Beispiel der Donald Trump, gesagt haben. Konjunktiv 2 ist wichtiger. Sehen Sie hier, da gibt es schon ein paar mehr Möglichkeiten, wo man den gebrauchen kann, nicht nur die indirekte Rede. Besonders wichtig für uns sind erstmal die sehr höflichen Fragen und danach kommen noch die irrealen Bedingungen, Wünsche, Hoffnungen, Ratschläge, Vorschläge und so weiter. In einem Video vorher hatten wir ja schon den Imperativ benutzt. Hier mal ein Beispiel, helfen Sie mir bitte. Sie sehen, da ist ein Ausrufezeichen, das ist dieses Symbol hier. Das bedeutet, Sie fordern jemanden auf oder Sie befehlen jemanden, ihm zu helfen. Dann haben Sie jetzt hier eine, sage ich mal, normale Frage mit einem Modalverb auf der ersten Position. Können Sie mir bitte helfen? Und jetzt habe ich Ihnen dasselbe nochmal im Konjunktiv 2 formuliert oder hier hingeschrieben. Sie sehen, der Satz sieht genauso aus wie diese Frage hier oben, also der zweite Satz. Der Unterschied ist nur, hier steht nicht können, sondern könnten. Und dieses T hier, das bedeutet, dass dieses können hier im Konjunktiv 2 benutzt wird. Wo ist jetzt der Unterschied zwischen diesen beiden Sätzen? Naja, der Hauptunterschied ist eigentlich nur, dass dieses könnten noch ein bisschen freundlicher ist als der zweite Satz sozusagen. Also was wirklich gesagt werden soll, also dass Sie bitte helfen sollen, das bleibt gleich. Also der Inhalt des Satzes ist gleich, nur im Konjunktiv 2 ist es eben noch ein bisschen freundlicher. Ich habe hier noch ein Beispiel gemacht. Möchten Sie sonst noch etwas? Diesen Satz habe ich mal dabei gefügt. Falls Sie beim Bäcker oder beim Metzger manchmal einkaufen, kann es sein, dass Sie so einen Satz oder so einen ähnlichen Satz hören. Dann habe ich Ihnen hier unten noch einen Teil einer Tabelle hingeschrieben. Das ist die Tabelle, die Sie auch im Handout finden, wo nochmal die Konjunktivformen von den Modalverben draufstehen. Die habe ich hier beigeschrieben, weil die Modalverben schon noch sehr häufig im Konjunktiv gebraucht werden. Den Konjunktiv 2 brauchen wir auch, wenn wir über irreale Bedingungen sprechen. Was das ist, dazu habe ich Ihnen hier diese kleine Tabelle gemacht. Sie sehen hier links, hier steht Indikativ. Das ist so ein grammatikalischer Begriff für die Realität. Also Realität, alles was echt ist, was so wirklich passiert. Es geht jetzt hier nicht darum, ob jemand lügt oder so. Das kann natürlich immer sein. Dann ist es zwar nicht wirklich die Wahrheit, das interessiert uns beim Indikativ aber gerade nicht.
Gerade noch ein paar Beispiele dazu. Einmal, ich bin arm, das ist im Präsens geschrieben. Und hier, meine Familie war arm, das ist im Präteritum, also in der Vergangenheit geschrieben. Also im Indikativ ist es egal, ob es in der Gegenwart, in der Vergangenheit oder wie hier zum Beispiel in der Zukunft formuliert, also für die Zukunft geschrieben ist. Hier sehen Sie Futur 1, wenn Sie Arabisch sprechen, das heißt jetzt nicht Frühstück 1, das ist einfach nur eine grammatikalische Zeit, die hatten wir bisher noch nicht gemacht. Vielleicht ganz kurz nur, wie die aussieht. Beim Futur 1 haben Sie hier vorne eine Form von dem Verb werden und das Modalverb, das normale Verb am Satzende im Infinitiv. Die Konjunktivform, da geht es um die irreale Welt. Also das können Träume, Wünsche sein, Dinge, die Sie sich erhoffen oder die Sie gerne haben wollen, die Sie aber nicht in echt haben. Hier zum Beispiel habe ich mal hingeschrieben, das ist sozusagen das Gegenteil hier von der Realität. Hier bin ich arm und hier, ne, das ist Ihr Wunsch sozusagen oder Ihr Traum, ich wäre gerne reich. Dieses wäre ist eine besondere Form von sein, also die Konjunktivform von sein ist das hier. Sieht zwar ganz anders aus, ist aber so. Hier noch eine andere Möglichkeit, ich hätte gerne viel Geld, meint so ein bisschen das gleiche wie der erste Satz, nur hier habe ich keine Form von sein benutzt, sondern hier eine Form von haben. Ich denke hier das hätte, das sieht natürlich schon eher nach haben aus, als hier oben das wäre, wie es also für sein aussehen würde. Oder es gibt noch eine andere Möglichkeit, wie man den Konjunktiv ausdrücken kann und das zeige ich Ihnen jetzt auf der nächsten Folie. Auf Ihrem Handout sehen Sie unter anderem diese Tabelle und wir brauchen jetzt gleich einmal diese Form von Würde, die Sie hier links sehen, die hier so ein bisschen blau hinterlegt ist. Ich habe hier Würde in allen Personalpronomen nochmal hingeschrieben. Er, das heißt natürlich er, sie, es und sie ist Plural und auch die Höflichkeitsform mit gemeint. Auf ein paar Teile des Handouts wollte ich gerade noch ein bisschen eingehen. Und zwar habe ich ja hier oben hingeschrieben, dass dieses Würden, was wir gleich öfters mal brauchen werden, dass das eine besondere Form von Werden ist. Trotzdem ist das nicht das Gleiche. Also Werden und Würden ist nicht gleich. Ich habe Ihnen hier unten so ein kurzes Beispiel hingeschrieben. Das normale Werden, wie hier zum Beispiel, mein Sohn wird nächste Woche heiraten, das ist ein Beispiel für Futur 1. Und Futur 1 ist eine grammatikalische Zeit, die die Zukunft ausdrückt. Also da geht es immer darum, was denn jetzt bald wahrscheinlich passieren wird. Also hier bitte verwechseln Sie nicht Würden und Werden. Das ist etwas anderes. Dieses Würden an sich hat erstmal, ich sage immer, das hat keine Bedeutung. Also dieses Würden, das benutzen wir gleich als Hilfsverb. Ich zeige Ihnen jetzt mal, was ich damit genau meine. Würde ist Ihr Freund. Wie komme ich jetzt dazu, so etwas zu schreiben? Das liegt daran, wenn wir den Konjunktiv 2 benutzen, haben wir oft zwei verschiedene Versionen oder Möglichkeiten, wie wir das sagen wollen. Wir haben einmal diese Form von Würde. Die sieht so aus, Sie müssen das Würde benutzen und konjugieren. Das heißt zum Beispiel, wenn ich sage, ich würde, du würdest, er würde, wir würden und so weiter, wie Sie es schon kennen. Und dann brauchen wir zum Schluss am Satzende hier noch den Infinitiv von dem normalen Verb sozusagen. Also ich würde sofort umziehen oder ich würde helfen, ich würde das T-Shirt sofort kaufen oder so etwas zum Beispiel. Also das Verb, was wir benutzen wollen, einfach im Infinitiv ans Satzende stellen und vorne diese Würdeform, die kommt dann dahin, wo das Verb normalerweise steht, an die zweite Stelle und nur dieses Würde, das müssen wir konjugieren, also anpassen auf zum Beispiel das Personalpronomen ich würde, du würdest und so weiter. Die zweite Möglichkeit, wenn wir den Konjunktiv 2 benutzen,
ist, wir benutzen die richtige, also nicht die richtige oder einfach diese Konjunktiv-2-Form von dem Verb, was wir benutzen. Also jedes Verb hat in Deutsch normalerweise eine Konjunktiv-2-Form. Warum sage ich jetzt normalerweise? Das sehen Sie jetzt hier an diesem Beispiel. Ups, hier kommt das Beispiel. Ich zöge sofort um. Das ist auch dieses Umziehen von oben. Sie sehen aber, das sieht vielleicht ein bisschen komisch aus. Vielleicht klingt das für Sie auch ein bisschen falsch. Nun, da sind Sie wahrscheinlich nicht der Einzige, wenn Sie das einem deutschen Muttersprachler sagen. Da kann es sehr wahrscheinlich sein, dass der Deutsche dann auch irgendwie komisch guckt, weil der auch denkt, also ist das so richtig, weil das klingt irgendwie seltsam. Also das hier ist ein richtiger Satz, aber das ist eine Version, die man sehr selten benutzt. Also hier diese Konjunktiv-2-Form. Es gibt ein paar Wörter, da benutzt man das noch, also ein paar Verben und ein oder sehr viele besser gesagt, wo man das nicht mehr benutzt. Formen vom Konjunktiv 2, die noch sehr häufig sind, habe ich Ihnen mal hier hingeschrieben. Sein und haben, das haben Sie gerade eben schon gesehen. Diese beiden Versionen sind noch sehr häufig zu sehen. Das wäre bei sein zum Beispiel dieses wäre und bei haben dieses hätte. Dann die Modalverben. Auch davon wird noch sehr häufig eine Konjunktiv-2-Form benutzt. Und dann gibt es wie immer noch ein paar Ausnahmen. Die haben wir natürlich immer im Deutschen. Also es gibt verschiedene Verben, wo es noch öfters vorkommt, dass wir da den Konjunktiv 2 benutzen. Den Konjunktiv 2 gibt es auch in der Vergangenheit. Hier haben wir allerdings den großen Vorteil, für den Konjunktiv 2 gibt es nur eine Form in der Vergangenheit. Das heißt, wir müssen hier jetzt nicht zum Beispiel zwischen Präsens, Präteritum und Plusquamperfekt unterscheiden. Den Plusquamperfekt, den gibt es auch noch, den lassen wir einfach mal weg. Den brauchen wir gerade mal nicht. Ja, wie sieht der Konjunktiv 2 in der Vergangenheit aus? Er sieht so ein bisschen aus wie das Perfekt. Das Perfekt kennen Sie schon. Hier zum Beispiel immer haben Sie eine Form von sein und von haben und dann das Verb in der Form von Partizip 2 da. Also zum Beispiel, ich habe gekocht. Konjunktiv 2 sieht, wie gesagt, fast gleich aus. Sie haben auch wieder ein Partizip 2. Hier vorne haben Sie auch eine Form von sein und haben, allerdings die Konjunktivform von sein und haben, also dieses wäre und dieses hätte. Hier mal ein Beispiel. Wenn ich du wäre, dann wäre ich sofort weggegangen. Das ist hier ein Beispiel für eine irreale Bedingung. Das heißt, Sie erzählen ja jemandem, was Sie gemacht hätten, wenn Sie diese andere Person wären. Also Sie sind es ja nicht und deswegen ist das hier alles irreal. Das entspricht nicht der Wirklichkeit. Und noch ein Satz, das ist hier ein Ratschlag. Das heißt, Sie geben jemanden einen Tipp oder Sie sagen, was der besser gemacht hätte. Du hättest dich besser ausgeruht. Also wahrscheinlich hat die Person sich nicht ausgeruht, war vielleicht schon ein bisschen krank. Hat aber gesagt, ist doch egal, ich bin nur ein bisschen krank, hat weitergearbeitet, hat weiter Sport gemacht oder so. Und jetzt ist er halt richtig krank, hat halt nicht das gemacht, was er machen sollte. An dieser Stelle ist es sinnvoll, wenn Sie jetzt das Video kurz anhalten, also pausieren, weil Sie jetzt am besten Ihre Übungen machen können. Später die Lösung, die auch an diesem Video sind, die habe ich auch noch mal in diesem Video kurz kommentiert, weil ich da noch ein paar Worte zu sagen wollte. Letzte Chance, in der nächsten Folie kommt die Lösung. Im ersten Teil der Lösung sollten Sie wieder ein paar Sätze bilden. Ich habe Ihnen hier für die Lösung noch mal die gelösten Sätze hier gelb hinterlegt. Die Verben habe ich rot geschrieben. Und die Konjunktiv-2-Teile, also die einzelnen Verben zum Beispiel, die im Konjunktiv stehen, habe ich einfach mal unterstrichen, damit es nicht noch mehr Farben gibt. Ja, hier am Anfang haben Sie viele Fragen. Das heißt, bei einer Frage, die so aussieht, kommt normalerweise ja das Verb an die erste Stelle. Wir haben jetzt hier allerdings immer
entweder ein Modalverb wie hier können oder hier dieses würden, dieses Hilfsverb oder diese besondere Form von Konjunktiv 2. Und die nehmen jetzt hier die Position des Verbs ein. Das heißt, die Modalverben und dieses würden kommen auf die erste Position und die Verben kommen im Infinitiv einfach ans Satzende. Hier, das sind Fragen, besonders höfliche Fragen. Sie könnten das natürlich auch noch anders ausdrücken. Also Sie können zum Beispiel, ja, was nehmen wir denn mal? Ah, nehmen wir den letzten Satz. Könntest du bitte das Fenster zumachen? Ist im Konjunktiv 2 geschrieben. Ich kann es auch ohne Konjunktiv ausdrücken. Ich kann zum Beispiel sagen, kannst du bitte das Fenster zumachen? Meint das Gleiche, ist auch freundlich, aber eben nicht ganz so freundlich wie hier der Konjunktiv 2. Hier noch die nächsten drei Sätze. Beim ersten Satz habe ich hier das Wort Entschuldigung mit einem Komma vor dem Satz stehen. Ich nenne das mal, das ist so eine Art Einschub oder eine Anrede. Das wird mit einem Komma vom Satz getrennt sozusagen. Zählt nicht, wenn wir uns jetzt die Verbstellung ansehen. Also hier dieses könnten, dieses Modalverb, was jetzt die normale Verbposition einnimmt, das bleibt sozusagen Position 1. Dieses Entschuldigung hier zählen Sie einfach nicht mit. Im zweiten Satz haben Sie eine Einladung, möchtest du mit mir ins Kino gehen? Vielleicht auf ein Date oder so. Und hier das Gehen hatte ich in einem Video vorher, wenn es um Modalverben ging, das könnte man auch weglassen. Also Sie könnten auch fragen, möchtest du mit mir ins Kino? Das verstehen die meisten Leute auch. Ich habe hier das Gehen jetzt aber einfach mal hingeschrieben. Der dritte Satz. Normalerweise, wenn Sie etwas unterschreiben, werden Sie wahrscheinlich nicht geduzt, sondern Sie werden gesiezt. Ich habe hier nur mal ein Du benutzt. Ja, einfach nur, damit Sie auch mal die Du-Form trainieren und nicht immer nur die Sie-Form benutzen. Aber normalerweise würde hier wahrscheinlich auch einfach Sie benutzt werden. Im zweiten Teil der Aufgabe sollten Sie ein paar Lücken ausfüllen. Am Anfang gibt es hier ein paar irreale Bedingungen. Also hier zum Beispiel, ich an deiner Stelle würde dem Chef davon erzählen. Das heißt, Sie reden mit jemand anderem, der etwas weiß, was er dem Chef vielleicht erzählt, vielleicht aber auch nicht. Und Sie geben dem einen Ratschlag oder sagen, was Sie tun würden, wenn Sie diese Person wären. Wären, aber Sie sind es ja nicht. Dann haben wir hier noch ein paar Beispiele. Könnten, würden oder sollst, solltest. Das heißt, hier gibt es mehrere Möglichkeiten, die richtig wären oder die richtig sind. Sie können sagen, würden Sie mich mit Herrn Wollenweber verbinden oder könnten Sie mich mit Herrn Wollenweber verbinden. Das ist egal, das geht beides. Hier unten empfehle ich Ihnen, dass Sie hier solltest hinschreiben. Ganz einfach deswegen, weil gerade Konjunktiv 2 das Thema ist und solltest, das ist die Konjunktiv 2 Form von sollen und dieses sollst, das ist einfach nur die normale Form von sollen, halt konjugiert auf das Du. Für die letzten Sätze habe ich nur noch ein paar Sachen zu sagen. Und zwar sehen Sie hier unten zum Beispiel dieses dürfte. Also hier könnte man schreiben, könnte oder dürfte ich Ihnen das T-Shirt sofort umtauschen. Das dürfte habe ich ein bisschen kleiner geschrieben, einfach um zu zeigen, also das wäre auch okay. Aber das ist wahrscheinlich, ja, sehr selten, dass man das sowas benutzen würde hier. Also hier würden die meisten wahrscheinlich könnte benutzen, nicht dürfte. Wenn Sie dürfte hier hingeschrieben haben, wäre es aber auch okay. Das gleiche hier würden und könnten. Ne, würden kann man sehr oft als Alternative benutzen. Das, wie gesagt, ist kein Problem. Wo es allerdings falsch wäre, wäre zum Beispiel im ersten Satz hier, wäre das okay für Sie? Also in diesem Satz hier dürfen Sie jetzt kein würde benutzen, weil dieses würde braucht ja noch das sozusagen das normale Verb. Also hier würde das für Sie okay sein, würde das zum Beispiel hier heißen. Klingt natürlich völlig bescheuert. Also würde sein,
sagt kein Mensch oder kaum jemand, sage ich jetzt mal. Und deswegen benutzt man hier diese Form von wäre und ist fertig damit. Ja, das war's von mir. Ich hoffe, es hat gut funktioniert und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.